Moin Moin und willkommen zurück, ja, Rogue Legacy Plus! Ab ins Spiel! Sir Unwer. Ich kann mir deinen Namen nicht merken. Es ist irgendwas. Ich hab keine Ahnung, es ist unverdingstlich verdingstlich. Wofür dingstlich für alle stehen kann. Sir Gouda. Das ist keiner von meinen YouTubern. Nein. Aber dir weiß ich's aber. Ein Archmage. Das heißt, er kann also ein bisschen verschiedene Zaubersprüche haben. Er hat momentan Feuer. Er ist relativ groß, sodass ich nicht zurückgesteuert werden kann. Und sein MP und HP ist vertauscht. Ist für einen Archmage vielleicht gar nicht so klug. Wir spielen nicht mal. Ich habe jetzt schon ein bisschen länger nicht gespielt. Von daher weiß ich überhaupt nicht, wie weit ich jetzt überhaupt bin und so. Ich weiß, dass ich mehr Schaden brauche und mehr Leben und mehr Rüstung. Von daher mehr Schaden. Das machen wir doch mal. Gleich mal dreimal reingeballert. Sehr schön. Und, muss ja kurz an die Steuerung mal gewöhnen. Springen. Ja, angreifen. Na komm. Ich hatte gerade für kurz mal das Gefühl, mein Controller würde auch noch einen Vibrationseffekt haben. Nein, hat er nicht. Kann ich das durchswitchen, ohne dafür Mana zu bezahlen? Das ist interessant. Das gucke ich mir gleich nochmal an. Ja, komm. Friss mein Geld, du gieriger Schweinelappen. Ja, das kann ich sogar. Ich glaube beim Feuer, das ist ganz cool eigentlich. Was habe ich dann noch? Die Bälle und die Äxte. Okay, die Äxte können nützlich sein. Aber eigentlich können die Äxte und das Feuer das gleiche Zeug machen. Wir haben noch nicht mal einen Boss besiegt aus dem Plus-Modus. Das ist so krass. Ich will jetzt mal alles aktivieren, so ein bisschen. Ob das so klug ist, das ist wahrscheinlich nicht klug. Bester Ausweicher. Na komm, den kann ich noch machen. Ah, nein, der ist schneller als ich. Aber ich habe sie alle gekillt. Eigentlich ist die Kombi gar nicht schlecht, dass ich jetzt mehr Mana habe, mehr Lebenspunkte habe als... Oh, shit. Oh, shit. Boom. Okay. Komm her. Mann gegen Mann, du Idiot. Ah, aua. Ja, der ging noch. Lappen, du. Naja, ich wollte das auch noch haben hier. Da ist irgendwas drin. Verstammte Schweinelappen. Das habe ich natürlich nicht getestet, ob der Ton funktioniert. Oh, oh. Ich warne dich, liebes Headset. Ich warne dich mit vom wärmsten Herzen gerade. Am wärmsten Herzen klingt ziemlich schwul. Ja, das wollte ich nicht drücken. Ich wollte eigentlich die andere Taste drücken. Vielleicht sollte ich die beiden Tasten mal vertauschen. Weil ich ständig irgendwie die beiden Tasten vertausche. Oh, der war knapp. Nein. Okay. Bin schon fast wieder tot, ey. Das Bild ist sowas von nicht echt. Das sieht man so derbe. Aber auch das soll mich nicht weiter stören. Die ganzen Feuerdinger stören mich hingegen doch etwas mehr. What the fuck? Was ist los mit euch? Habe ich überhaupt 10 Gegner besiegt? Nein. Stark. Okay. Winry, Jenny, Blair, ist eigentlich egal. Alles Licht und ein Dragon. Ich nehme keinen nostalgischen Licht. Ich nehme mal einen normalen Licht. Probieren wir das doch mal. Ich weiß, dass sie weniger Lebenspunkte und so weiter haben. Und ich weiß, dass ich ziemlich viel... Hab ich was gekauft? Kann ich was kaufen? Holy Chest. Siphon. Gib mir mehr Mana, gib mir weniger Armor. Imperial bringt mir nichts. Die sind besser. Ja, ich brauche mehr Schwerter. Ganz klare Sache. Und mehr Roben. Ja, die Dinger... Oh. Ja, den anderen Knopf soll ich nicht drücken. Den sollte ich nicht drücken, den anderen Knopf.
Weil dann vertauschen sich beim Licht nämlich Lebenspunkte und Dings. Also nicht vertauschen, sondern mir werden Lebenspunkte abgezogen und dafür kriege ich mehr Mana. Zwei Bilder nebeneinander, davon wird ein Symbol fake sein. Zwei schön, zwei Schläge hintereinander mitgegeben. War sehr gut. Wow, das war knapp, aber gut. Und da kann ich kaum runtergehen. Ich werde auch mal hier oben lang gehen. Nee. Ihr trefft mich gar nicht mehr. Critical und da sind wieder meine Lebenspunkte. Sehr schön. Und wie gesagt, durch mein Special kann ich dann mir die Lebenspunkte umwandeln. Interessant. War gar kein schlechter Sprung. Aua! Wie hat der mich denn erwischt? Bullshit! Das ist absoluter Bullshit. Leute. Was ist denn hier los? Okay, ich muss irgendwas spielen, was mehr Leben hat. Das geht ja gar nicht. Ich kann nicht mal irgendwie... Oh Gott, kann ich mal rerollen? Wie kann ich rerollen? Ja. Nein. Cancel. Ich will rerollen. Da oben ist doch der Knopf. Welcher Button ist das? Select was. Okay. Barbarian King. Paladin, der sieht doof aus. Wir nehmen den Barbarian King. Der hat relativ viel Rüstung und vor allem relativ viel Leben. Ich glaube nicht mehr, dass es die Rüstung ist, aber es ist die Lebenspunkte, die mich einfach sehr zufrieden machen. Ja, ist ja gut. Das gefällt mir ja überhaupt nicht. Was ist denn hier los? Das ist ja fast so, wie ich die ganze Zeit Dota spiele. Nämlich irgendwie absolut grottig. Der Trick klappt nicht. Oh yes. Schon mehr Gold als im letzten Run. Das ist so lächerlich. Weil ich einfach so viel Bounty habe. Okay. Schuss, Schuss, Schuss. Reicht. Ich gehe da jetzt nicht runter. Erstmal weiter gucken. Ein Flame. Blaze. Blaze, Flame. Blaze. Sehr schön gemacht. 24 Gold kriegen wir pro Goldmünze. Das ist ja schon... Oh Gott, was ist das denn? Holy shit. Barbatos, zwei Stück. Das ist ein Bossraum. Oh, fuck. Was ist denn hier nicht richtig? Der kann alles zaubern, okay. Interessant. Das ist ein Bossraum auf jeden Fall. Holy shit. Hör auf damit. Oh Gott. Ja. Ja, ich verstehe schon. Ist doch jetzt mal gut. Gib ihm mehr Damage, gib ihm mehr Damage, gib ihm mehr Damage. Wow. Ah, fuck. Ah, okay, Messer. Die sind nicht schlecht. Nein! Die Messer habe ich völlig vergessen. Und jetzt habe ich wieder die falsche Knopf gedrückt. Ich wollte den Shout machen. Der macht gar nichts bei dem Boss. Nein. Den wollte ich machen. Nein. Alter! Was ist denn hier nicht richtig? Jungs, beruhigt euch. Ja, ich weiß, dass ihr Feuer mögt, ne? Aber ich mag das nicht. Ja, da war ich ein bisschen zu früh rausgesprungen. Aber den habe ich weg. Danke fürs Gold. Den wollte ich wieder nicht drücken. Nein, dich habe ich doch. Oh, fuck. Der hätte nicht sein müssen. Aber da habe ich die Truhe. Sehr schön. Erstmal hier den Raum abgrasen. Und dann holen wir uns die schöne Truhe. In der Hoffnung, da ist was Schönes drin. Oh, wir haben 5 Gewicht dazu. Ich hätte lieber ein Schwert bekommen, was geil ist. So muss ich sagen, leider ungeil. Aber wir haben unseren ersten Boss besiegt. Nicht schlecht. Also zum Mini-Boss. Der wirkt ja fast lächerlich dagegen. Und eben habe ich da, also das Spiel davor habe ich ja nur kassiert durch die Leute.
Boah, der war knapp. So, erstmal hier die Zombies wegholen. Weil die sind ja mega einfach. Einmal so rum, dann das gleiche Spiel von eben. Dude! Lass mich doch einfach in Ruhe, du bist doch ein dämlicher Magier. Hier oben bin ich. Ja, ihr trefft mich nicht. Auch da nicht. Der war knapp, aber trotzdem nicht getroffen. Sehr schön. Sehr schön gemacht. Alles gut. Noch ein Skelettmeister hier. Der soll aber schießen. Ja, dann passt das. Wir haben ja schon ganz gut Gold jetzt. Das gefällt mir doch. Ich will gar nicht wissen, was ich machen muss, um den ersten Boss zu besiegen. Vom letzten will ich gar nicht sprechen. Ja, schieß durch die Wand. Verbackte Scheiße. Da muss ich verdammt nochmal fluchen. Fluche auch gerne. Aber das ist absoluter komplett Bullshit. Gold ist nett. Ich hätte lieber... Oh, ich sag gar nichts. Ja, das ist ein Raum, den ich nicht mag. Mit 500 Leben könnte ich mich fast gegen das Auge wagen. Allerdings mache ich kaum Schaden. Das sieht man schon an den lieben Blaze-Locks, die ich hier habe. Ich mache 81 Schaden. Das kriegt die kaum tot. Ich kriege jetzt hier ein bisschen Mana zusammen gerade. Kann dann jetzt gerade mal 3 Messer werfen. Die werden das nicht rocken. Messer sind auch nicht der ideale Skill dafür. Geil wären diese komischen Teile, die durch die Gegend springen. Die sind richtig nützlich im Kampf gegen Kdir, the Gatekeeper. Vielleicht ist ja hier was drin. Nein, auch nur Gold und Diamanten. Soll man nicht unterschätzen. Ich meine, 9000, da können wir schon wieder 2 Schadensupgrades holen. Trotzdem, das geht noch geiler. So ein schönes Waffen-Upgrade, so auf Level... keine Ahnung was. Also, die Waffen haben ja kein Level, aber es gibt halt bessere und schlechtere Waffen. Und ich hätte gerne eine bessere Waffe. Ah, ja, ist richtig. Und schießt durch die Wand. Verkackter Kack. Mann! Rast aus! Lass mich in Ruhe! Ich will nicht sterben. Kann er nicht mal durch? Ja! 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 Schießt alle auf mich! Fuck! Kann ich das denn wenigstens... Nee. Damit kann ich Projektile auflösen. Ich springe auch noch auf seinen Kopf rein und sterbe jetzt wahrscheinlich. Ey, das geht gar nicht. Ist das Spiel so unglaublich viel schwerer geworden? Spiele ich so unglaublich viel schlechter? Ich habe den Controller der Macht habe ich mir doch geholt. In der Hoffnung, dass ich noch besser spiele als... Das ist nicht dein Ernst. Aber wir haben mehr Gegner geschafft. Und wir haben ein bisschen Gold geholt. Nicht viel, aber ein bisschen. Assassin gefällt mir. Sir Johnny, Lady Faye und Sir Kalb. Ich glaube, alle... Ah, EDS. Your Permanent Attack Noise knocks enemies further. Das ist nett. Und den nehme ich auf jeden Fall. Ich bewege mich schneller. Und wir machen nochmal ein bisschen mehr Schaden dazu. Wir haben momentan eine 33% Chance zu critten. Das könnten wir natürlich auch upgraden. Oder wir machen den Crit Damage hoch. Aber ich würde sagen, das ist eigentlich verlockend, ne? Sehr schön. Haben wir noch irgendwas, was wir hoch machen können? Nein, leider nicht. Der hat kein Gesicht irgendwie. Also ich habe so ein Guardian Sword. Ich hätte ja lieber so ein schönes Dragon Sword oder gar ein Holy Sword. Selbst das wäre, glaube ich, mir lieber. Hauptsache irgendwas, was stärker ist. Und jetzt kann ich mich ja in diese Schattenform begeben. Boah, das Gold tut mir richtig weh gerade. 1000 noch was Gold. Da konnten wir in den ersten Leveln konnten wir damit, glaube ich, 5 Upgrades holen. Wollen wir mal gucken, wie weit ich jetzt komme. Jetzt, ich habe ja jetzt relativ hohen, relativ hohe Chance zu... Wow, 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 zu critten. Bisher habe ich noch nicht einmal gecrittet. Sehr, sehr interessant. So. Ja, das war knapp. Das habe ich aber gewusst. Da war der Crit. Da war noch einer.
Bild bewegt sich auch. Das ist nicht so schön. Boah, da hätte mich fast der Ritter noch erwischt. Da hat mein Knockback relativ gut funktioniert. Der Ritter hält mehr aus, als ich mit einem Crit austeilen kann. Und dann fliegt er halt weg. Auch ganz angenehm. Oh, der Crit ist sehr, sehr wichtig. Oh, die kriegen auch Schaden durch. Endlich mal was Gutes. Oh, krieg ich das? Na komm, ich will den Sack haben. Yes! Gib mir den Sack. Oh, Mann, Mann, Mann. Das ist ja nicht so einfach. Aber wir haben ADHD, wir sind super schnell. Dementsprechend muss ich auch ganz schnell sprechen. Das kann ich ganz gut. Oh Gott! Wow, was macht der denn? Gib mir nochmal Lebenspunkte. Und da unten ist eine Truhe, die möchte ich gerne haben. Oh, ja! Am Arsch! Wo trifft mich dein Schwert denn noch? Oh, der lädt auf. Das war gefährlich. Da war ein Crit. Und wir haben schon wieder nur 45 Leben. Das ist so lächerlich. Das war lustig. Der ist doch weggeflogen, obwohl ich einmal aus dem Bildschirm rausgegangen bin und wieder rein. Boing. Boing. Das ist so lustig, wie wegfliegen. Sehr schön. Stirb doch einfach. Genau, einfach sterben. Wow. Der hat gleich so eine Angriffsposition angenommen. Sehr schön. Den haben wir weg. One down. Two to go. Sehr schön. Oh. Ja, geh wieder mit deinem Feuerball durch die Wand. Das mache ich auch zu Hause immer. Mein Gott, nochmal. Sehr schön. 4000 Gold, das ist nicht das meiste. Oh. Da ist ein Goldsack. Eine Goldschatztruhe. Upsi. Na, komm her. Auch nur wieder Gold. Es wird nicht besser. Vielleicht muss ich meine Runen umsetzen, dass ich mal nicht so wie Bounty hole, sondern Lifesteal? Eventuell? Da kriege ich halt weniger Gold, halt aber länger durch. Vielleicht macht sich das so im langen Durchlauf bemerkbar. Und zwar positiv. Und nicht, dass ich dann im Prinzip zwar länger durchhalte, aber nichts dabei raushole. Hier werde ich nur ganz kurz einmal reinluschern. Einen Ritter können wir besiegen, oder? Er lädt auf. Ist das in Ordnung, wenn er auflädt? Vielleicht kriegen wir da ein bisschen Gold raus. Gucken kurz. Was ist hier? Take no damage. Den Raum kann ich normalerweise. Ich kann mich auch unsichtbar machen. Eins, zwei, drei. Okay. Yes! Siphon Rune, wir rennen wieder zurück. Yes, so macht man das. Like a boss. Sehr schön. Hat sich schon gelohnt. Nee, da gehe ich nicht weiter. Das gefällt mir nicht. Kann die komischen Ninja-Sternwerfer so schlecht einschätzen. Da ist ein Horse. Nee, ich gehe wieder zurück. Das gefällt mir alles hier nicht so. So, wo kann ich denn noch hin? Da kann ich hin. Critical. Wow. Ja, Auge. Wer macht's? Lass die Scheiße mal bitte. Das ist nicht schön. Und du... Ey, 5 Leben noch. Unglaublich. Unglaublich. Wenn er charge, bin ich eher vorsichtig. Das war ein Charge. Da ist eine gute Schutztruhe. Den will ich eigentlich noch haben. Wenn ich ehrlich bin. Sehr schöner Treffer. Oh ja. Guardian Cape. Cape hatten wir auch schon länger nicht mehr. Von daher ist es in Ordnung. Sehr schön. Doppelt getroffen. Dadurch, dass er so weit zurückgeflogen ist, hat ihn das Teil zweimal getroffen. Das war eine schöne Aktion.
7000 Gold ist nicht so viel. Damit können wir zweimal ungefähr unseren Crits nochmal upgraden oder vielleicht ein bisschen Leben holen. Aber viel ist es nicht. Hier gehe ich raus. Das kriegen wir nicht. Critte doch! Critte doch! Da ist der Crit. Ja, komm. Gib mir all deine komischen Floppel entgegen. Aber du kriegst trotzdem den Crit. Oh Gott, da ist Lebenspunkte. Ich darf hier nicht raus. Ich will die Lebenspunkte haben. Da sind auch noch welche. Nein! Oh Gott, es ist so schwer. Lady Ala. Let's do this. Ich weiß, ich habe dich ein bisschen im Stich gelassen. Beim letzten Mal sind wir da kurz vom epischen Kampf abgekratzt. Deswegen, wir gehen mal ein bisschen mit... Hey, der hat... Ja, okay, er hat etwas mehr Base Damage als die Assassine. Hat relativ viel Crit. Und relativ viel Leben. Und... Ist da doch ein Rumble drin? Ich habe das Gefühl, da ist irgendein Rumble drin. Oder ich bilde es mir derbe ein. So. Das war's. Oh Gott. Wieso bist du denn kurzsichtig? Habe ich nicht irgendwie ein... Ah, ein Cape habe ich bekommen. Cape. Es wiegt nicht mehr. Das jetzige bringt mir aber... Ah, okay. Ich krieg mehr Armor, krieg aber weniger Critical Chance und weniger Critical Damage. Ich würde lieber überleben erstmal, deswegen kaufen wir uns das mal. Und es sieht cool aus. Naja, wer die Farbkombi mag. So. Wollen wir es mal als Paladin versuchen. Der Paladin kann ein Schild benutzen, so wie hier, und dann Sachen abblocken. Vielleicht finde ich ja diese coolen, Goofy... Hallo, ich hab doch gar nicht... Weg. Das mag ich ja nach wie vor den Controller nicht, dass er ab und zu mal so ein bisschen blöd nach oben geht, obwohl ich gar nicht so gedrückt habe. Ja, aber vielleicht finde ich die schönen, die schöne Brille. Die würde mir viel helfen diesmal. Hier ist doch nichts versteckt, das ist komisch. Hier räumen wir ihre Team immer mächtig. Schieß doch jetzt einmal. Der war eigentlich legendär gut, bis auf das er mich getroffen hat. Das war nicht so legendär gut. Das war dann wieder umso besser. Oha. Möchtest du wirklich drum kämpfen? Ah. Ich kann es verstehen, dass du drum kämpfen möchtest, aber du hast keine Chance gegen mich. Mein lieber Freund. Gucken, ob wir was Schönes rauskriegen. Ja, ein bisschen Gold. Können wir ungefähr uns eine Heilung von kaufen. Eine Heilung. Ein Health-Upgrade. Okay, weiter. Okay. Puh. Nachher. Der Paladin macht erstaunlich viel Schaden. Das habe ich hier schlecht in Erinnerung. So muss ich sagen, er hält relativ viel aus, hat relativ viel Leben, auch relativ viel Mana. Ich habe jetzt gerade keinen Nachteil. Ich glaube, das ist für mich gerade die richtige Klasse. Wenn ich jetzt ein bisschen vorsichtiger spiele, ist alles gut. Dann halte ich auch lange durch. Da soll ich zum Beispiel mal erstmal in Deckung gehen. Und dann hier so aus dem Hinterhalt sozusagen angreifen. Es ist ja nicht schlecht daran. Oh oh, oh oh, das habe ich gewusst, dass das passiert. Weil ich diesen Bones-Typen überschätzt habe. Wirklich überschätzt. Ich dachte irgendwie, der trifft mich so cool. Aber er hat einfach nur angetäuscht. Und das war clever von ihm. Oder du von mir. Komm, man drehen und wenden, wie man das möchte. Alter, scheiße. Das hier viel rumgefliegezeugs. Schöner Critical. Oh! Eieieiei, da habe ich aber ein bisschen was ausgeteilt. War aber wieder nötig. Doom Trade. Okay. Und noch ein? Ja. Sehr schön, den Sack noch abgeholt. Da nochmal lang.
Wow. Das war knapp. Ja, okay, den hätte ich treffen können. Nein! Wieso machst du denn genau hier jetzt deinen Teil? Und? Sehr schön. Da geht es runter. Oh, eine schöne Truhe. Yes! Noch ein Cape. Ich will keine Capes mehr jetzt. Ich will ein Schwert haben. Gib mir das Schwert. Ach, Kinders, es ist nicht leicht. Der Maya ist bestimmt auch kein cleverer Ort, wo ich jetzt hingehen könnte. Ich tue es gerade trotzdem. In der Hoffnung, ich kriege ein bisschen Gold raus. Das habe ich getan. Sollte ich abhauen? Ich weiß es nicht. Der Raum... Ich mag solche Räume nicht. Vielleicht komme ich an die Pflanze ran. Da ist nämlich oben eine Schatztruhe. Sehr schön. Das war einfach. Oh ja. Oh, meine Nase juckt. Ich wollte eigentlich auch nachher noch ein bisschen Kirby Space Program spielen. Ich denke mal, ihr werdet das aber genau der unterschiedlichen Reihenfolge haben, dass ich erst Kirby Space Program hochlade und dann das hier hochlade. Wow, der war knapp. Mehr? Messer Champion. Puh. Ich bin Level 161. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ihr seid nur Level 121. Oder 23. Eieieiei. Doppel-Critical. Einer schon weg. Ja, wenn ihr beide im gleichen Muster werft, ist das natürlich blöd für euch. Dann müsst ihr leider sterben. Okay, weiter geht's. Oh, okay. Die können nicht mehr, oder? Die können nur sich so bewegen, oder? Ja, können die, glaube ich, nur. Ja, aber da komme ich nicht durch. Hm. Gehen wir erstmal hier weiter. Ich weiß, dass der Maya... Wow. Ja. Hat er mich gekriegt. Sehr schön, der Critical. Das Auge ist nach wie vor nicht so schlimm, wenn ich davon nicht getroffen werden würde. Okay, das funktioniert. Ich kann das einfach... Das frisst mir zwar das Mana aus den... Ja, schade. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Wow. Nicht so viel Schaden fressen, nicht so viel Schaden fressen. Sehr schön. Ein Bild ist davon gefaked, bestimmt. Ja, das war oben. Gott, wieso treffe ich mich dann alles mittlerweile? Das ist ja richtig beschämend. Mein Gott. Ja, wirf du deine Sternchen, das ist in Ordnung. Aber ich brauche noch mehr Gold. Da will ich nicht rüber, das ist mir irgendwie zu unsicher. Defeat all enemies. Lass mich raten, das ist so ein bisschen schwerer diesmal. Ah, okay. Ich verstehe schon. Da komme ich nicht durch. Oh Gott, das ist wieder Bossraum. Scheiße. Und dann noch hier. Ja, das wird legendär gut. Das überlebe ich nicht. Fuck. Ja, das war klar. Schade, da hätte ich wahrscheinlich richtig was rausholen können. Lady Alas, tut mir leid. Ich glaube, es soll auch damit schon wieder gewesen sein. War eine etwas kürzere Folge. Ich werde noch mal ein bisschen spielen müssen. Aber ich glaube, ich habe, glaube ich, heute den falschen Tag erwischt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Ansonsten, es kommen noch mehr Folgen. Keine Sorge. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich Kirby Space Program zuerst spielen werde. Ja, ich schau mal. Vielleicht hänge ich auch Rogue Legacy doch noch hinten dran. Mal gucken. Auf jeden Fall sehen wir uns bei den nächsten Folgen. Bis dann und ciao, ciao.